Willkommen zurück zu einem neuen Part, Part 3 von Darksiders Genesis. Mein Name ist Kroko, was immer seine Ehre für diesen Part auf ihn zu dürfen. Und mit mir sind Krieg oder War und Strife. Ja, muss mich umgewöhnen, ihn War zu nennen. Weil das ist ja viel cooler, ihn im Englischen nachzunennen. Von daher ganz einfach 2 der 4 Reiter der Apokalypse. Wir sollen die Festung von Samael stürmen, um ihn noch in Empfang zu nehmen, um es mal einfach so zu sagen. Und auf dem Weg sammeln wir allerlei Shit ein. Come on, Digga, was ist denn das für eine Pisse? Pisse ins Gesicht, sage ich euch einfach nur. Was war das? Scheiße, Mann! Direkt ausrasten. Ah! Ich hasse euch! Aber ohne Spaß, wie kommt man da ran? Da wird ja lustig. Ich meine ganz ehrlich, wie kommt man an diese Pisse ran? Also wirklich. Jetzt wird's langsam ungemütlich. Jetzt so langsam geht der Ratio-Meter von 0 auf 100 und dann raste ich ab. Wegen einer Münze wäre schon lustig, aber nein. Oder muss ich den hier mit. Warte mal. Hallo Google, na, wie geht's dir so, du dreckiger Bastardsohn? Seht ihr das erste Coin on Pillar? Dreckiges Stück Scheiße. Hey, okay. Interessant. Hat's irgendwie geschafft. Keine Ahnung wie. Aber muss anscheinend sehr spät Double Jump machen. I've been trying to get it for 3 days. Was ist das für ein typischer Kommentar, ey? Wild, sehr wild. Okay, diesmal habe ich sogar wirklich perfekt gemacht. Also das war wirklich sogar perfektes Timing von mir. Und ich werde trotzdem gescrewt. Ja, geil. Aber wie gesagt, es gibt sogar eigene Google auf Google ist das erste Ergebnis sofort das und ja. Du schwästiges Stück Scheiße, ich töte dich, ich töte deine gesamte Familie, ich schlachte jeden einzelnen dieser Scheißentwickler ab, die sie gedacht haben, diese Scheiße ist akzeptabel. Guck, was ist denn das? Nö, einfach in den Tod mit dir, los.
So. Oh Gott, ich hab die Zeit gar nicht mal getimt. Ups. Ja, werden wir doch wieder ein bisschen. Ich kann ja einfach sehr viel früher dann den Part schließen, quasi laut der Zeitanzeige. Naja. Was für ein Müll. Wirklich so früh und dann denkt man sich schon so, das ist jetzt Zeit, Müll zu treiben und ein Müllmensch zu sein. Müllentwickler, die Müll-Content machen, ja, um uns Müllzeit zu verschwenden. Los rüber, hoch mit dir, ja. Alles erledigt aus. Ja, Gespräch haben wir schon miterlebt. Ja, springen können wir weitergehen. Interessant, dass es nicht als erledigt angezeigt wird. Nein, fall nicht runter. Yo, okay, what the hell? Noch eine Trophäe. So Objekt wieder bekommen. Schluck den Gesundheitsschit. Oh Gott. Entschuldigung. Bestätige die Nebeltür, um voranzukommen. Du kannst danach nicht mehr zurück. Oh, okay. Dann schauen wir mal, aber so wie wir schon sehen, ne, wir haben ja alles eigentlich, was wir einsammeln können. Also jetzt, außer jetzt irgendwie diesen einen Barren, den nehme ich jetzt noch mit. Und dann, oh, da ist der Faulenzer, fast übersehen. 8 von 10. Ja, wahrscheinlich gibt es da noch irgendwo hier 2 oder so, die man dann übersehen hat. Aber da werde ich mich jetzt nicht aufhängen in dem Sinne. Dann ist das halt eben so. Wir sind hier, um die Story hauptsächlich zu erleben, nicht jetzt hier, um alles auf 100% zu machen. Das ist nicht das Ziel des Projekts.
gefällt mir das. So. Dann hier nochmal alles schön eingesammelt. Ja, bin mal gespannt, wann und wie wir hier mal zur Main Quest kommen. Aber ich glaube hier, das sieht aus wie so ein schönes Boss-Symbol. Da bin ich ja mal gespannt. Wechseln wir mal zu Krieg. Boah, rüber. Was in Teufels Namen? Ein Abgrundteufel zurück! Ja, willkommen zum ersten Bosskampf von Darksiders Genesis. Wer kann so ein Ding kontrollieren? Moloch ganz sicher nicht. Moloch kennen wir doch auch noch von Yobi Darksiders 3. Okay, gut, ausweichen haben wir möglich. Perfekt. Ach, und die überleben dann einfach. Ja, ja, ja. Ich merke schon. Ja. Diese einfältige Kreatur wird uns nicht aufhalten. Aua. Aber sie wird uns verdammt wehtun. Das war jetzt bei dem Schleuder nicht möglich, ne? Hoffentlich sind da nicht noch mehr. Hui. Wir haben schon genug Zeit verloren. Wir müssen endlich Samael erreichen. Ja, und ein mysteriöses Objekt auch für diesen Bossgegner und Job. War definitiv auf jeden Fall eine Challenge, hat einige Angriffe gehabt, die jetzt halt getroffen haben, die wehgetan haben. Ich habe auch gar keine Zornfähigkeiten eingesetzt, wie mir aufgefallen ist. Und ich fand für den Kampf war Strife definitiv besser, weil ja, mit Warder die ganze Zeit reinzulaufen in die Krallen. Nee, danke. Dementsprechend schauen wir mal, ob wir den Parmesan doch auch hier erreichen können. Oder nicht. Machen wir das hier weiter. Kästchen einsammeln. So. Sehr schön. Nächste Vorletzte erledigt. Sind wir jetzt auf der anderen Ebene hier? Ja, sind wir. Ja, dann darf ich mal absteigen. Dankeschön. Da
Hinten ist noch Shit, aber ich glaube nicht, dass wir da erstmal so hinkommen. Würde ich jetzt irgendwie bezweifeln. Würde ich jetzt irgendwie bezweifeln. Also erstmal den Trickschlüssel. Zack. Dann haben wir hier den nächsten entdeckt. Entschuldigung, wie nochmal schauen, ob es hier irgendwo jetzt dann den letzten Vollenzer gibt oder habe ich den wirklich dann einfach irgendwo anders dann übersehen, weil ich habe das Gefühl, dass wir jetzt hier dementsprechend den Storyteil hier dem Abschluss entgegen sehen. Ja, scheint so zu sein. Dann ist das eben so. Rush bis zu Kablet. Ja, dann rein da. Eine so protzige Tür kann nur zu unserem Samael führen. Schleichen war eine gute Idee. Wir sind nicht geschlichen. Wir haben uns strategisch genähert. Und unterwegs trotzdem viele getötet. Guter Punkt. Das will ich vielleicht. War es dumm von mir, sein Angebot auszuschlagen? Den kennen wir doch noch. Mein Herr, gerad! Hast uns wohl nicht anklopfen gehört? Ah, heiter! Was führt die treuen Diener des Rats in mein Heim? Der Rat glaubt, du intrigierst mit Lucifer gegen die Menschheit. Gegen das Gleichgewicht. Streitest du es ab? Reiter! Solch Niederträchtigkeit ist unter meiner Würde. Ich gebe zu, eure Beschuldigung fasziniert mich. Leider werde ich gerade ein wenig belagert. Von Moloch? Wie konntest du einen Widerling wie ihn die Oberhand gewinnen lassen? Nichts für ungut. Ausgezeichnete Frage. Ich wage eine Vermutung. Ich sagte ja, dieser Tag würde kommen, Samael. Ich, Moloch, werde mir deinen Kopf holen und dein Reich. Geht! Findet meinen Partner in der Leere. Wir setzen unsere Unterredung fort, wenn ich Moloch die Schädel gespalten habe. Okay, was mit dem dann auch am Ende nochmal passiert ist, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Finde einen anderen Weg in die schwarze Stelle. Frage, warum Samael dich in die Leere geführt hat. Ah, das erinnert mich an, glaube ich, das, was hier in Darksiders 2 oder so war, das nicht dann. Wo wir hauptsächlich Samael schickt uns nicht grundlos hierher. Wir müssen herausfinden, wieso. Das erinnert mich definitiv an Darksiders 2. Definitiv sogar. Okay. Vielleicht können wir das später irgendwie hin. So. Ja, Samael wird gerade belagert. Wir wissen aber ja, wie gesagt, aus den späteren Teilen, dass wir ihn mal definitiv noch antreffen kann und antreffen wird. Dementsprechend, ja, werden wir ihn noch wiedersehen. Bin ich mir ziemlich sicher. Was sind diese Dinger hier? Tricktür. Wahrscheinlich haben wir dafür einen Trickschlüssel eingesammelt, würde ich jetzt mal dooferweise behaupten. Aber ob wir da hochkommen, ist eine andere Frage. Sieht so aus, als wäre die Antwort nein. Hm, schade.
Tja, jetzt können wir da aber nichts machen, oder was, ne? Das war's. Okay, gut. Dann gab es gar nichts. Perfekt. Das freut mich doch. Es begeistert mich wirklich über aller Maßen hinaus. FS mysteriöse Tornadiere. Fantastico, bellissimo. Vorpalklinge. Kann aufgeladen und auf mehrere Ziele geworfen werden, zum Beispiel Gegner, Wandschalter und Objekte, die in der Umgebung wie Fackeln und Stachelbomben. Bei längerer Aufladung tritt die Vorpalklinge Ziele mehrmals hintereinander. Trifft sie auf Feuer, wie die Flammen, wird die Flamme auf nächste Ziele übertragen. Okay. Jeder Reiter kann spezielle Ausrüstungsteile entdecken und nutzen, um Rätsel zu lösen, neue Bereiche zu öffnen und zusätzliche Vorteile im Kampf zu erhalten. Ja, Ausrüstung nutzen, Strife, Ausrüstung nutzen, War. Vorpalklinge ausrüsten. Drücke nach oben, um die Vorpalklinge auszurüsten. Halte nach oben, das Ausrüstungsrad zu öffnen. Ziel und Werfen, bewege R zum Ziel mit der Vorpalklinge und wirf sie mit RT. Die Vorpalklinge kann Gegner angreifen und Wandschalter aktivieren. Halte RT, um die Vorpalklinge aufzuladen und lass los zum Werfen. Die aufgeladene Klinge trifft Ziele mehrmals. Ja, das ist die Ausrüstung von War. Ja, Geisthaken, Vorpalklinge. Ich verstehe, jetzt haben wir auch den Teil erledigt. Das ist ja wunderbar, das ist wunderschön, das ist Tremier. Das ist Vive la France. Darum sind wir hier. Er wusste, wir würden es brauchen. Ja? Und was genau ist es? Lass es mich dir zeigen. Ja, dann mache ich jetzt natürlich nicht, weil wir jetzt erstmal zu der Tricktür gehen. Mit Who's the Trick? So. Okay, und sich selber fast in den Tod stürzen. Die Tür benötigt zwei Schlüssel zum Öffnen. Hab ich ja doch. Was genau so läuft jetzt hier ab? Da bin ich jetzt auch gespannt. Show me your moves. Okay, einfach nur Belohnungen. Quasi eine Art Vault hier. Hermann-Münzen und Truhen. Gesundheitsstein-Fragment des Schurken erhalten. Da sind wir das nächste. Zack. Volle Gesundheitsstein des Schurken. Ein ganzer Gesundheitsstein für Strife. Dorf Strifes maximale Gesundheit. Hurra. Hurra, hurra, die Schule brennt. Na, 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 na. So, dann raus hier. Und weiter geht's. Ja, das erledigt. Und machen mit der Main Quest weiter. Mal schön hier. Overhead. Hast du jetzt genug angegeben? Samaels Partner wartet irgendwo in der riesigen Unendlichkeit vor uns. Du klingst fast neidisch. Bitte. Faszinierend. Der Bruder ist neidisch. Oh Gott, warum? Warum habe ich jetzt aus Versehen den Scheiß hier benutzt?
Okay. Das ist absolut fein. Verstehe ich, wie es funktioniert. Während ich hier ziele, kann ich mit LT hier das so machen. Dann füllt es mir Feuer auf und macht die beiden Fackeln. Muss mich verarschen. Wow. Okay. Wow. Gut. Und an dieser Stelle beende ich meinen Part und man sieht sich zum nächsten. Haut rein. Ciao.